Eine mutmaßlich alkoholisierte Pkw-Fahrerin fliegt am Montagabend auf der L152 aus der Kurve und landet mehrere Meter weiter unten im Wald. Die Feuerwehr muss sie aus ihrem Unfallwagen befreien. Rickenbach. Am Montag, den 3. April 2023, ereignete sich auf der Landesstraße 152 zwischen Schweighof und Villaringen ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine Autofahrerin eingeklemmt und verletzt wurde. Die 63-Jährige war gegen 20.30 Uhr mit einem Nissan unterwegs von Schweighof in Richtung Villaringen. In einer starken Linkskurve geriet sie mit ihrem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, riss einen Begrenzungsposten mit sich und geriet hinter eine im Kurvenausgang beginnende Schutzplanke. Das Fahrzeug streifte die Schutzplanke und beschädigte dabei die Befestigung von mehreren Pfosten, bevor es mehrere Meter eine Böschung hinunterkippte. Dabei überschlug sich der Wagen und blieb auf der Fahrerseite eingekeilt zwischen den Bäumen liegen. Mit dem Alarmstichwort eingeklemmte Person wurde die Feuerwehr alarmiert. Daraufhin rückte die Freiwillige Feuerwehr Rickenbach und zur Unterstützung mit dem zweiten Rettungssatz die Feuerwehr Herrischried aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte, die mit starken Kräften ausgerückt waren, konnte festgestellt werden, dass die verletzte Fahrerin nicht selbstständig aus dem Fahrzeug kam. Die Feuerwehr öffnete die Windschutzscheibe mit einer Säge und rettete die verunglückte Frau aus dem schwer beschädigten Wagen. Die Fahrerin zog sich nach dem derzeitigen Kenntnisstand leichte Verletzungen zu. Sie kam zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin hinterließ laut Polizei einen alkoholisierten Eindruck. Mehrere Alkomatenüberprüfungen scheiterten. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet. Neben der Rettung der Verunglückten sicherte die Feuerwehr die Unfallstelle ab, stellte den Brandschutz sicher und leuchtete die Unfallstelle aus. Nach dem Eintreffen der Polizei übergab die Feuerwehr die Unfallstelle an die Polizei. Ein Abschleppunternehmen wurde bestellt, um das Fahrzeug aus der schwierigen Position zu bergen und abzutransportieren. An dem Nissan entstand laut Polizei ein Totalschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. An den Verkehrseinrichtungen ein Schaden von ca. 2.000 Euro. Betriebsstoffe sind durch den Unfall ausgelaufen. Das Umweltamt Waldshutingen wurde informiert. Einsatzende war gegen 22.40 Uhr. Ein separates Video über die schwierige Bergung des Unfallwagens folgt in Kürze. Den Link dazu finden Sie nach Veröffentlichung in der Videobeschreibung. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, diesen Kanal kostenlos zu abonnieren. Dazu einfach rechts unten auf die Abo-Taste klicken und wichtig, die Glocke anschalten, damit Sie keinen Beitrag mehr verpassen. Vielen Dank für Ihren Support und tschüss.